Hat sie etwas erschreckt? Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. Ja, wir sind jetzt hier wieder aufgewacht. Wieder bei der Ärztin. Also, bei der, ja gut, Ärztin ist es ja nicht, Krankenschwester. Und ich sehe zum ersten Mal, wofür wir eigentlich die ganzen Dinger hier sammeln. Was war das? Wir finden ja immer mal ab und zu so eine Fragmentteile. Das ist hier hinten für die Karte. Noch gar nicht gesehen. Eine Karte der Stadt, vielleicht bringt es etwas, sie wieder zusammenzusetzen. Ja, dazu müsste man natürlich jetzt die ganzen Kartenfragmente finden. Das ist natürlich so eine Sache, ne? Kirchboden bricht ein. Kirchboden bricht ein. Keine Verletzten. Augenzeugen spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedra Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Okay, Kirche? Machen wir jetzt die ganze Zeit in der Kirche? Nee. So, wir wissen ja noch, wir haben ja noch aus der letzten Folge, haben wir noch mindestens einen Schlüssel mitgenommen, der uns Pistolenmunition gibt. Ah, ich habe noch einen Schlüssel. Ne, ich habe keinen Schlüssel. Okay, ich wollte gerade sagen, hat er doch nur einen. Gut, dann lass uns doch mal gucken, was uns hier noch erwartet. Okay, hier haben wir unseren Aufbesserungsstuhl. Hier sind unsere Save Points. Speichern brauchen wir nicht, weil wir haben ja gerade ein neues Kapitel erst angefangen. Ich will noch mal ganz kurz hier hinten gucken. Kann ich jetzt eigentlich hier rein? Ah, Trollo? Jetzt kann ich in die Zellen rein. Oder ist das eigentlich sonst meine Zelle, wo ich sonst immer aufwache? Das ist bestimmt meine Zelle, wa? Kann ich hier rein? Ne, da kann ich nicht rein. Ja, da war das meine Zelle. Ah, okay. Gut, dann gehen wir noch mal ganz kurz, uns verbessern. So, damit haben wir jetzt eine Kleinigkeit aufgebessert. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, wie es weitergeht. Und es geht hier nicht weiter. Hallo? Warum geht es hier nicht weiter? Ich will nicht speichern. Ich würde gerne raus. Okay. Irgendwie kann ich hier nicht raus. Das heißt, ich habe hier irgendwas vergessen. Irgendwas muss ich dann anscheinend noch machen. Was ich noch nicht erledigt habe. Am PC irgendwas? Nö. Da muss ich ja was mit diesem Raum hier zu tun haben. Weil hier bin ich ja aufgewacht. Achso, untersuchen. Jetzt kann ich mir die ganzen Sachen hier angucken. Okay. Also, da haben wir die Kirche. Fotos. Ja. Kommt mir alles so bekannt vor, da waren wir doch. Eine Kirche. Bis auf in der Kirche, da waren wir nicht. Und in diesem Loch waren wir nicht. Was bewegt sich da denn? Hallo? Ja. Hallo? Licht? Hallo? Danke. Oh Gott. Wenn ich hier meine Waffe auswählen kann. Was war das? Hallo? Das war doch immer einer meiner Safe-Räume hier, Alter. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Oh nee. Jetzt macht mir doch nicht meinen Rückzugs... Wo ist die Krankenschwester? Rückzugspunkt so kaputt.
Okay, die Tür ist zu. Okay, also hier ist schon mal nichts. Haben wir hier noch irgendwas an Zeitungen, die wir lesen? Nö, können wir nicht. Gut. Okay. Also das hier ist ja sonst immer unser Raum. Ist hier jemand drin, ne? Nope. Nope. Okay. Kann ich jetzt hier rein? Nee, hier kann ich nicht rein. Geht's hier hin? Als ob das jetzt da runter geht. Hallo? Oh nein, oh nein. Horrorgames und Kinder, Alter. Oh nee. Ich liebe Kinder wirklich, aber so Horrorgames mit Kids, das ist für mich wirklich ein Horror. Jetzt ist sie hier runtergegangen. Hallo? Oh nein. Kann ich hier irgendwas? Nein, ich kann nichts drücken. Ja, hallo. Wer bist du denn? Alter, was bist du denn für einer? Wo bin ich? Oh nein, ich komme hier nicht mehr raus. Der kommt hier nicht klar mit seiner Welt. Ja, ja, beruhigen Sie sich. Irgendwie habe ich ein bisschen Schiss. Nope. Okay, komm. Komm, 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 komm. Das ist doch, Leslie! Leslie? Sebastian? 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 What? Wo bin ich denn jetzt? Ed wird immer verwirrter. Also. What? Was? Habe ich mir da gerade angeguckt? Vor allen Dingen, warum gehe ich jetzt eigentlich hier hoch? Kann ich hier nicht noch? Nee, kann ich nicht. Okay. Hätte ich auch hier hochgehen können. Okay, wir haben Leslie gefunden. Leslie war aber nicht Leslie. Er war ein Spiegel. Ja, ich will ganz verstehe ich das noch nicht so. Also okay, von Leslie geht irgendwie, ging jetzt gerade der Impuls da aus. Und wir scheinen jetzt hier in der Kirche zu sein? Es ist hell draußen. Sieht auf jeden Fall sehr entspannt aus. Also ich hoffe, es bleibt doch so, dass es entspannt ist, weil vorhin war ja alles dunkel und so. Okay, wir sind nicht in der... Sind wir hier in der Kirche? Nee, wir sind aber in diesem einem Haus, was wir vorhin auf dem Foto gesehen haben. Okidoki. Gibt's denn hier noch irgendwas zu looten? Nee. Da hinten ist dieser Leuchtturm. Genau, ne? Wie auf den Fotos. Oh, hier ist die Kirche. Okay. Okay.
Na, dann gehen wir doch mal Richtung Haus. Nicht Richtung Kirche, erstmal gegen Richtung Haus. Weil hier war ja vorhin auch was. Vor allem in der Kirche war doch dieses Loch. Na, möchte ich wirklich in die Kirche? Ich glaube nicht. Okay, hier ist nix. Hier ist auch nix. Also ich finde es ja ganz, ganz entspannt mal. Mal nicht unbedingt von irgendwelchen Zombies irgendwie überrascht zu werden. Das ist schon Niete. Kann ich eigentlich auch mit der. Also hier habe ich jetzt 20, kann ich hier. Nein. Kann ich nicht. Dann laden wir erstmal kurz nach. Nehmen uns für die Munition. Einmal zu viel geschossen. Verdammt! Gut, dann. Dürften wir eigentlich alles hier haben. Okay, machen wir mal so. Die Schrotflinte ist irgendwie. Da fühle ich mich wohler. Ich weiß ja nicht, ob ihr irgendwelche beim Gaming irgendwelche Lieblingswaffen habt. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Was so eure Lieblingswaffen sind. Was war das? Da bin ich denn jetzt auf dem. Also bei mir ist es. Also eindeutig ist es bei mir einfach die Schrotflinte. Das ist fast in jedem Spiel so. Wenn es Schrotflinten gibt. Aber. Ja. Ich weiß zum Beispiel Steve. Steve ist eher so der Sniper-Typ. Ja? Wenn es dann irgendwie sowas für Waffen gibt oder sonstiges, dann Sniper. Also wenn er die Wahl hat mit Sniper. Er hat auch kein Problem mit Schrotflinten und so. Alles okay bei dir? In meinem Kopf war dieses Brummen. Es fühlte sich an, als würde er aufplatzen. Aber irgendwie scheine ich mich daran zu gewöhnen. Hast du Kidman gesehen? Nein. Ich bin einfach hier aufgewacht. Es war eine Art Blackout. Oder wieder so ein Anfall. Da rein. Auf geht's. Wieder eine? Mit dem Scheißding. Ich bin dran. Das braucht ein bisschen Zeit. Verdammt. Alter. Okay, ich habe nicht mehr so viel Munition. Wieder was gesagt. Lässt du ihn in Ruhe? Kann sie nicht mehr lange aufhalten. Noch einen Moment. Halt sie von mir fern. Na gut, okay. Du aufs Maul, 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 du aufs Maul. Jetzt bin ich erstmal weg. Hast du noch was aufs Maul? Du auch noch? Noch nicht ganz. Das gehört, was ich dir sagen will. Nein, nein. So.
erstmal noch die Munition. Ja, ist okay, jetzt bin ich mit. Okay. Okay, 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 okay. Wir haben Joseph gefunden und wir haben ganz viele Besucher gefunden. Von da? Ja, Trollo, ey. Du hast auch noch? Munition alle? Ah, okay. Bitte was? Was ist denn da passiert? War ich nicht richtig aufgepasst? Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen? Oh, das hab ich mich selbst angehört. Nein! Dazu! Oh, ich habe super viel Munition verschwendet, ey. Dankeschön, dass du das da hingerollt hast. Ich bin dir sehr verbunden. Oh, das ist überhaupt nicht anstrengend. That game. Sebastian, los jetzt. Wir können abhauen. Endlich. Aber es wird doch mal Zeit, ey. Lass uns kurz ausruhen. In dem Tempo halten wir das nicht durch. Ich denke, wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Was ist mit dem Turm da? Von dort hätten wir eine gute Sicht. Alles ist besser, als hier zu bleiben. Ist dir mal aufgefallen, dass da gerade was runtergefallen ist? Wie sieht's aus mit dem Turm da? Wie sieht's aus mit... Nein, nicht diesen Turm? Ein Scharfschützengewehr. Dieses seltsam aussehende Gewehr besitzt einen Kammerverschluss und ein Zielfernrohr. Es ist alt und abgenutzt, aber gut gepflegt. Zielen, schießen, zoom, nachladen. Okay. So wie es aussieht, können wir hier nochmal abspeichern. Das könnte voll mit denen sein. Ja. Werden wir jetzt auch. Okay, wir haben das Abspeichern verpasst. Aber wir beenden für heute die Folge. Schaltet wieder ein, wenn es heißt The Evil Within in der nächsten Folge. Wir werden gucken, wie wir die Jungs und Mädels hier fertig machen. Wie ihr gesehen habt, bin ich ja richtig gut im Fertigmachen. Ja, siehe diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet da noch Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, abonniert den Channel. Bis dahin erstmal sage ich, reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around.
Joe.